Hi, ich bin der Benedikt von der MVG und wir drehen heute ein Umfragevideo mit unseren Fahrgästen. Bevor die Umfrage startet, Abo dalassen nicht vergessen und los geht's. Wenn du in einer komplett vollen U-Bahn bist, welche Superkraft würdest du dir in dem Moment wünschen und was würdest du tun? Ich war neulich nach einem Fußballspiel aus Versehen in der U-Bahn und da waren ganz viele Herren, die sehr stark geschwitzt haben, weil es war dementsprechend auch heiß. Und dann wäre ich tatsächlich gerne geruchsblind. Okay, das ist verständlich. Fußballfans sind immer viel in Bewegung. Ja. Fliegen und zum Ziel fliegen. Oder einfach so einen Umhang, damit man nicht da ist. Verschwinden einfach. Naja, teleportieren wäre ja ganz gut. Einfach nach Hause. Türen gehen zu und irgendwer holt seinen Ausweis raus und sagt, Fahrscheine bitte, Kontrolleur ist da. Was geht dir da durch den Kopf? Na, ich meine, ich habe ja einen Fahrschein, ist halb so wild. Also für dich ist ganz entspannt, ist dir ganz egal. Ja. Cool. Und ist mir auch noch nie passiert, seit ich hier lebe. Also ich bin seit 2 Jahren hier und ist mir noch gar nie passiert. Noch nie schwarz? Ja. Also nee, ich wurde noch nie kontrolliert. Noch nie kontrolliert? Ja. Noch nie kontrolliert. Ah, ich habe vielleicht einfach noch Glück, ich fahre 2 Stationen, mehr nicht. Ah ja. Nicht viel eigentlich. Also früher immer schon so ein bisschen Bammel, aber man hat ja eh das Deutschland-Ticket. Also seit dem Deutschland-Ticket ist besser geworden? Ja, auf jeden Fall. Ja. Irgendwie immer so ein unwohles Gefühl, obwohl ich eine Fahrkarte habe. Aber trotzdem denke ich mir immer so, oh mein Gott, habe ich sie dabei oder nicht? Aber Hoffentlich funktioniert mein Internet so gut, dass meine Fahrkarte lädt. Und die letzte Frage ist, wie würdest du deine Fahrt jetzt gerade eben, also mit welchem Emoji würdest du die Fahrt gerade eben beschreiben? Ganz neutral, würde ich sagen. Der ein bisschen lacht und so ein bisschen die Augen zu hat, das ist mein Lieblings-Emoji. Genau. Cool. Boah, den mit der Sonnenbrille war eigentlich echt ziemlich entspannt. Also war eigentlich angenehm leer, also war jetzt auch nicht zur Stoßzeit, also war echt eigentlich ziemlich entspannt. Daumen hoch. War echt entspannt. Aber mit so einem schlafenden Emoji. So dösend. Okay. Noch müde. Ja, ein bisschen. Oh, cool. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch dieses Videoformat gefallen hat. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir haben hier einen MVG-Fan.